Einen wunderschönen guten Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Lufia Rise of the Sinistrals. Und ich war fleißig, jawohl, das war ich. Wer von euch im Stream dabei war, der weiß es sowieso schon. Für alle anderen, zack, hier mal eine kurze Übersicht. Kosh Kosh auf Level 38, Deka auf Level 36, Guy auf Level 37 und Selen ebenfalls auf Level 36. Ich glaube, als wir uns das letzte Mal getrennt haben, waren alle Charaktere ungefähr auf 30, also an die 10 Level pro Charakter. Und ich habe auch mittlerweile gelernt, wie das Reihensystem funktioniert nach gefühlten 50 Parts. Ich glaube, wir sind kurz vor Part 50, weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall waren es eine Menge Parts und endlich habe ich gezeigt und erklärt bekommen, was es denn mit den Reihen auf sich hat und wie das funktioniert. Natürlich sind mir Reihensysteme nicht gerade unbekannt, aber ich muss ehrlich sein, im Lufia-Kampfsystem hatte das für mich eher einen ästhetischen Grund, dass die Charaktere so stehen, wie sie stehen. Ich dachte, die stehen da einfach nur so, damit sie eben nicht blöd in einer Reihe stehen und das ziemlich affig aussieht. Und dass das wirklich einen Sinn und Grund hatte, dass die teilweise vorne, teilweise hinten stehen, das wusste ich ja bis jetzt nicht. Das erklärt das Spiel auch nirgendwo. Und das mussten mir erst Leute erklären, die dieses Spiel schon zigmal durch hatten. Aber gut, jetzt weiß ich Bescheid und jetzt stirbt Selen hoffentlich nicht mehr so oft. Ich bin natürlich selbstverständlich schon aus dem Turm des bösen Single-Frauen-Entführers heraus. Und hab, wie gesagt, gelevelt, denn wäre ich dort nicht rausgegangen, hätte ich nicht leveln können, denn ich muss ja hier übernachten auch, um mich regelmäßig mal zu heilen. Was wir jetzt übrigens hier jederzeit kostenlos tun können, da ihr die Frauen gerettet habt, dürft ihr hier umsonst übernachten. Deswegen war das ein wirklich sehr, sehr guter Ort zum Heilen gehen. Und jetzt möchte ich mich erst noch hier umschauen, gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt nach unserer Heldentat und dann gucken wir mal weiter. Im Osten des Kontinents gibt es ja noch einen Ort. Der Kerl, der Notum war, scheint nach Komarbi gegangen zu sein. Kohlrabi! Nom Nom, nein, ich mag keinen Kohlrabi. Kommt mir nicht mit, Nom Nom Nom. Eines Tages werde ich sehr stark sein und Ludo beschützen können. Das werde ich wohl. Was will ich in dem Shop? Ich bin auch voll ausgerüstet. Also zumindest bis zu diesem Punkt, soweit wie ich mich halt hier in der Stadt ausrüsten kann. Die Frauen sind wieder zurück, das ist toll, yay, endlich wieder was zum Begaffen, zum Spannen. keine Belohnung, schenkt mir noch was. Ich möchte ein großer Erfinder werden, sagst du, ja, Lexis, genialster Erfinder, zurzeit befindet sich in Kytos östlich von hier, genau da wollen wir jetzt wahrscheinlich auch hin, weil Plot. Was machen Sie denn da mit der Zimmerpflanze? In Komarbi verkündet ein Verrückter den Leuten, dass das Ende nahe sei. Ja, ja, hier gibt es keine Verrückten. Nein, nein, jetzt lasst mich bitte allein mit meinem Gummibaum. Oh, Gummibaum. Du scheinst sehr mutig zu sein. Ja, danke. Davon kann ich mir nichts kaufen. Du hast Annas Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Wie wär's mit Geld? Geld? Ich weiß immer, also, wenn mir was einfällt, ich schick dir eine Postkarte. Danke, dass du mich gerettet hast. Bitte. Vielen Dank. Bitte. Oh, mich wollte keiner entführen. Ich habe gehört, die jungen Frauen wurden entführt. Warum ich nicht? Wir sahen eine Frau im obersten Stockwerk des Turmes. Die Frau sagte, sie wolle nach Komarbi gehen. Ja, aber jetzt müssen wir doch erstmal nach Kytos, weil das am nächsten dran ist. Oder kannst du uns nach Komarbi fahren? Und jetzt? Nö. Nach nirgendwo hin, bitte. Ihr wollt bleiben, das ist schön. Dann kann ich nie wieder zurück zu meiner Frau und meinen Kindern und zu meiner eigentlichen Arbeit und muss hier einsam und hungrig sterben. Danke, Leute. Danke. Wow, really appreciate it. Wupp, wupp. So, hallo, Bienen. Ihr, die ihr kein Problem mehr für mich darstellt. Übrigens wurde mir auch gesagt, dass der L-Knopf etwas ganz Fantastulöses tut. Das werdet ihr gleich sehen. Es ist wirklich so unglaublich fantastulös. Es wird das gesamte Let's Play, die gesamte Erfahrung dieses Let's Plays grundlegend verändern.
Und zwar das. Es ist quasi der Enter-Smash-Knopf. Ist das nicht toll? Hör auf, Verstärkung zu rufen. Gib es hier nicht. Ich weiß jetzt nicht, was besser ist, Guy, den Guy oder Kosh in die vorderste Reihe zu stellen. Kein Plan, ehrlich gesagt. Ich lasse jetzt einfach mal so. Hauptsache, Selen steht hinten. So, war das jetzt hier? Was war das jetzt hier? Kumabi oder Kytos? Ach so, Kumabi. Dann doch erst Kumabi. What ifs? Der Tempel war noch nie bewohnt, doch seit dem Auftauchen des Lichtes leben dort Monster. Ich glaube, wir müssen in den Tempel. Shop. Ruft mich, wenn ihr etwas gefunden habt. Klingenrot? Oh ja, 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 doch. Erstmal verschlucken. Multischwert brauche ich nicht. Ich bevorzuge Schwerte, die nur eine Persönlichkeit haben. Ein Eisenhemd. Ach ja, und auch für Dicker. Er kriegt so viel Verteidigung dadurch und wegen 5 Angriff und 5 Stärke mache ich mir jetzt nicht ins Höschen. Riesenturban, Felshelm, Stahlhelm. Langschild. Okay, also erstmal Kopfbedeckung. Riesenturban. Ihr seht, ich habe auch eine ganze Menge Geld dadurch bekommen. Felshelm. Einmal Stahlhelm. Zweimal Stahlhelm. Ein Langschild. Und ein Silberschild. So, wunderbar. Ich freue mich. Hat Fumi vielleicht Appetit auf irgendetwas, das wir gerade abgelegt haben? Ich weiß gar nicht, ob der sich nochmal entwickeln kann, weil wir auf Rang 3 sind und er jetzt 3 Spezialfähigkeiten hat. Übrigens hat Fumi jetzt seine 3. Spezialfähigkeit erlangt. Ich glaube, das war auch im Stream und nicht mehr im Let's Play. Chaos, ein Multi-Angriff. Ein AOE-Angriff. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf mehrere Gegner. Stahlhelm haben wir nicht. Deshalb weiß ich gar nicht, ob es sich lohnt, ihn jetzt noch weiter zu füttern. Sollte er aber etwas wollen, was wir gerade dabei haben, dann gebe ich ihm das schon. Ja. Ein Licht wurde vor einigen Tagen bei dem Tempel im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel und seitdem werden wir alle von Monstern zerfleischt. Ja, Fleisch. Fast wie zu Silvester. Nee, ihn brauchen wir nicht. No thank you. Ich war zum Tempel, doch es gab zu viele Monster. Ja, das war sehr TLDR. Wir haben enorm gute Zauber hier. Blitz, Glutball, Aquata, Tornado, Stärker, Fokus, Sog, Vitalis. Vitalis! Weck dich und deine Freunde wieder auf. Ja, aber wie soll ich es einsetzen, wenn ich schon schlafe? Also auf jeden Fall mal Blitz. Blitz. Für beide. Tornado, Stärker haben alle schon. Was macht den Fokus? Angepeilte Gegner verschwinden im Nu. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich gebe es jetzt mal nur Korsch, weil das klingt wie, du machst mehr Schaden auf den Gegner. Sog zieht den Gegnern MP ab. Oh ja, das ist was für Selen. Auf jeden Fall. Und ja, von mir aus Vitalis auch noch für Selen. Einfach damit wir es haben. Denn was man hat, das hat man ja bekanntermaßen, nicht wahr? Aber warum sollte ein Überwesen sich gerade diesen Tempel ausgesucht haben? Ein Überwesen? Er ist so über. Vor einigen Tagen sah ich ein merkwürdiges Paar zum Nordtempel laufen. Wir haben es kapiert, Nordtempel. Gleich danach kommt dieses mysteriöse Licht. Ich frage mich, ob das was mit 8 Quatsch, das wäre viel zu weit hergeholt. Ich will auch mal zum Tempel in den Norden, dort ist bestimmt was los, da geht die Party. Wupp, wupp. Aber ist im Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Das war komplett nicht das, was da stand, außer Tempel und Überwesen. Und ich glaube, das Ob war auch richtig, aber ansonsten vollkommen frei interpretiert, aber den Inhalt eigentlich nahezu identisch wiedergegeben. Von daher, who cares? Lass mich mal speichern. Alles, was ich bisher schon gemacht habe, nämlich hierher laufen. Denn ich darf ja nicht über den Tierspielstand speichern. Denn der Tierspielstand muss für immer bestehen bleiben. Als ein Mahnmal. Damit ich einfach, ja, heute mehr zu schätzen weiß, was ich jetzt habe. Jetzt, wo Tia weg ist, erscheint das Leben doch plötzlich sehr viel bunter und lebensfroher. Und das Leben erscheint lebensfroh, ja. Das Leben erfreut sich seiner selbst, dieses eingebildete Arschloch. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr geht. Okay,
Jeder Schritt muss bedacht sein. Ich glaube, das funktioniert nicht, Leute. Wir sollten wieder gehen. Oh Gott, was kommen wir jetzt wieder für... Oh nein, Tempellöwen! Oh, yes! Okay. Bekämpfen wir diesen Löwen. Sind das die gleichen wie aus der Höhle? Werden jetzt schon Bosse recycelt? Ja, das wurden sie schon vorher. Ich glaube, diese Echsenmänner, die gab es ja auch vorher schon. Also von daher, schauen wir mal, wie unser neuer Blitz gegen diese Löwen wirkt. Blitz! Es geht. Alles, was nicht über 100 Schaden ist, ist eher so, okay, ich nehm's mal mit. Es gab übrigens gar kein Item, also es gab einen Waffenshop, aber es gab keinen Heil-Item-Shop, oder? Das ist doof. Denn, oh, Selen ist schon so verletzt, dass sie sich gleich ausziehen muss. Nein, das können wir doch nicht zulassen. Doch nicht um diese Uhrzeit. Obwohl, es ist schon fast 0 Uhr, wo ich das hier aufnehme, von daher ist es okay. So. Was sollen wir denn mit dir anfangen? Wahrscheinlich sollen wir dich schieben. Aber wohin? Am besten in die Tür, das ist eine ganz tolle Idee. Nein, geht nicht. Jetzt bin ich traurig. Gibt es hier denn nichts, was super auffällig ist? So total super auffällig und super crazy. Nicht. Vielleicht hier so? Das ist ja mysteriös. Der erste Raum und ich komme direkt nicht weiter. Was soll denn das? Muss doch irgendwas geben. Könnt ihr mir doch nicht erzählen. Ich meine, Palais. Vielleicht darf ich ja den Löwen nicht töten. Vielleicht ist es ja ein friedfertiger Tempellöwe. Zwei friedfertige Tempellöwen? Nö. Die haben damit gar nichts. Oder vielleicht haben sie doch was damit zu tun. Das ist halt irgendwas. Friss die Säule, Bitch. Keine Ahnung. Von der Planung. Satansbiss. Selen kriegt immer noch genug aufs Maul, obwohl sie in der hinteren Reihe steht. Das ist gerade sehr, sehr ungünstig. No! 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 Entschuldigung, Leute, ich wurde gerade bekatzt. Nicht bekotzt, sondern bekatzt. Aber ich kann die Katze gerade nicht brauchen, wenn ich hier Serious Business mache. Ich meine, hallo. Sie muss warten, bis sie dran ist. Jeder möchte doch ein Stück von Daddys Liebe haben, oder etwa nicht? Okay, können wir hier vielleicht irgendwas bomben? Ich bin ja immer für Sprengungen. Ach, na, schau mal einer, guck. Da hast du dich also versteckt. Ja, das Problem ist jetzt bloß, dass ich die Säule da aus der Ecke nicht mehr rauskriege. Der hat sich jetzt so geschämt, dass sie so unnütz war, bis zu diesem Punkt, dass sie sich jetzt da hinten in der Ecke versteckt hat. Geh weg, Löwe. Wir haben jetzt oft genug gegen euch gekämpft. Es ist vorbei, ja? Ich trenne mich von euch. Ich gehe lieber zu der Schnecke hier. Zu... der Ammonia. Oh, Ammonia, Ammonia. Sag mir, was hast du denn da für ein paar wunderschöne Tentakeln? Möchtest du die mir nicht mal ein bisschen näher zeigen? Das Theme des Tempels ist sehr, sehr gülden, nicht wahr? Deswegen kommen hier wahrscheinlich auch Löwen. Da sie ja auch ein nahezu güldenes Fell haben. Und ja auch die Könige der Savanne sind. Nein, nicht nur die Könige der Savanne, der ja die Könige der Tiere. Und ein König, der auch eine goldene Krone trägt. Also das ist wahrscheinlich, hier steckt wahrscheinlich eine ganz tiefe Message hinter. Wie zum Beispiel benutzt Blitz auf die Bluthunde. Ich denke, das möchte mir der Tempel mit seinem Design sagen. Naja, vielleicht lügt der Tempel mich auch an.
Arschloch. Oh, Selen hat auch gleich ein Level ab. Das ist ja wunderbar. Geradezu fantastulös. Okay. Das funktioniert ja sogar. Das war jetzt eigentlich nur so testweise. Na gut. Bei diesen Schaltern bin ich mir immer nicht sicher. Also man kann sie nicht umhauen. Umlegen, möchte man fast sagen. Aber man kann sie mit der Hand. Also Schwerter mögen sie nicht so. Sie mögen kein Spielzeug. Sie bevorzugen halt lieber Handarbeit. Aber mit Pfeilen geht's dann wieder. Es ist seltsam. Ich wusste, dass die Medusa heißen. Obwohl sie eher irgendwie eine undefinierbare Pflanze auf dem Kopf haben. Aber okay, ich möchte hier nicht über die Frisur einer Frau streiten. Das gehört sich nicht. Ich bin ja schließlich ein Gentleman. Wir sind eine ganze Gruppe voller Gentlemans. Vor allen Dingen Selen. Aber niemand kommt an die Gentleman-Qualitäten von Deka heran. Ich meine, wie der so Frauen und grundsätzlich Leute behandelt, also das ist ja... Ich glaube, man kann nicht noch zuvorkommender sein. Der Stab hört sich an wie eine Peitsche. Das gefällt mir. Und, ja, Selen wurde aufgestuft. Hurra. Und wir haben sogar einen Mutschub bekommen, habt ihr es gesehen? Der schubt den Mut. Denn das tut gut. Nein, das war der falsche Knopf. Was ist das denn? Excalibur? Oh. Hilfe! Hilfe! Die kann man doch bestimmt wieder anzünden, oder? Vielleicht brauchen wir einfach ein größeres Feuerzeug. Oh Gott, ich bin ja gefangen. Wo gehe ich überhaupt hin? I would love to know. Die Rüstung will mich nicht fighten, dann gehe ich. Es wird bestimmt noch andere Rüstungen in mir geben, als ob ich sie nötig hätte. Du Aschelach! Sag mal, geht's dir zu gut? Tja, Scam weg. Löwentatze gefunden. Na, das wird den Löwen hier drin sicherlich gefallen, wenn wir uns damit schmücken. Was kann die denn? Löwentatze. Oh. Eine mächtige Tatze aus der Welt der Tiere. Satanswiss. Ah ja, trifft den Gegner mit doppelter Kraft. Oh, nice. Super nice. Ich glaube, ich gebe es Deka. Ja. Ja doch. Er ist ja unser Draufhau, also der größte Draufhau von allen. Und dafür kriegt Guy dann das Pferde, den Pferdestein. Was macht der Flederstein nochmal? Vampirkus, sagt dem MP des Gegners. Ach ja, doch, das ist ja eigentlich ganz nice. Da hat's ja Doppel-MP-Absaugkräfte. Ja, finde ich gut. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Aber das macht nichts, denn das ist ja ein konstanter Zustand bei mir. Okay, also das hier nach rechts schieben bringt mir absolut gar nichts. Also schieben wir das nach links. So, das nach links oder das nach oben? Ich würde sagen, das nach links. Ja. Und das dann nach oben. So. Oh, ich glaube, ich weiß wie. Also das hier auf die Seite. Das dann dahin. Und das dahin. Das nach unten. Das hier rüber. Und ich hätte da schon längst drauf gekonnt. Was mache ich hier eigentlich? Bin ich... Also manchmal denke ich mir schon so... The fuck, Koshi. The fuck. I mean, seriously, dude, what the fuck? This is stupid, can handle this. If you keep doing this, I'm gonna die. Ja, so rede ich mit mir. Kein Wunder, dass ich immer so verwirrt bin. So grundverwirrt. Wutschädel. Dann hauen wir ihn nochmal auf ihren Wutschädel. Dicker kann gleich mal seinen Satansbiss ausprobieren. Einfach mal in so einen brennenden Schädel beißen, was soll passieren. Und die sehen aus, als wären sie schwach gegen Aquata. Das stimmt nicht, es sind auch Lügner. Warum lügt mich heute alles an?
Ich meine, was soll das? Sie missbrauchen mein Vertrauen. Fokus. Es ist ein Instant-Death-Spell. Und Kosh kann diesen Instant-Death-Spell. Und ich wette mit euch um jede Summe, dass es gleich nicht funktionieren wird. Moment. Um es noch unwahrscheinlicher zu machen. So. Okay, werft jetzt eure Wetten in den großen Wetttopf hier. Ich brauche schließlich die YouTube-Moneys. Damit ich Lufia hier in XXXL HD aufnehmen kann. Und? Aha, bin ich der Meister? Ich bin der Meister, also bitte. Aber es ist ja mal auch nett zu sehen, dass auch Deka tatsächlich eine Beziehung zum Boden hat und nicht nur Salem. Nö, oh, Fumi ist resistent. An dem prallt alles ab. So als wäre er ein rosa Wattebau-Moment. Wie wär's denn mit stärker auf alle? Faster, better, harder, stronger. Oder wie auch immer. So, der Kampf dauert ganz schön lang. Für so einen normalen Trash-Gruppenkampf. Diese Schädel würde ich nach Möglichkeit gerne in Zukunft umgehen wollen. Die sacken nämlich. Hart. Was war das?